herzlich willkommen zu unserer Interviewreihe. In dem heutigen Gespräch habe ich die große Freude und Ehre, Professor Peter Tass vorstellen zu dürfen und auch mit ihm ein spannendes Gespräch führen zu dürfen. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, würde ich einfach mir erlauben, jetzt einen kleinen Bogen zu spannen, einen kleinen Rahmen aufzuspannen in der Gestalt, dass ich ein paar Worte einleitend zu Peter Tass sage, damit die, die ihn noch nicht kennen, ihn kurz kennenlernen können. Und dann wird Peter diesen Rahmen lebendig füllen. Peter Tass studiert zunächst Medizin in Heidelberg und Ulm. Doch die Medizin alleine hat den Wissensdurst nicht befriedigt und nicht gesättigt. Es folgte ein Studium der Physik und Mathematik in Stuttgart. Eine Promotion bei Professor Hermann Haken, dem großen Physiker und unser aller Lehrer. Und so mit dieser sehr, sehr, sehr besonderen Kombination aus Medizin, Physik und Mathematik erfolgte dann die Habilitation in Physiologie. Und so war ein wundervolles Konglomerat zusammengetragen, ein sehr besonderes Konglomerat. So ging es dann, ich werde jetzt nur ein paar Steps nennen von dieser sehr beeindruckenden Vita. Es ging dann nach Jülich an das Hirnforschungszentrum, wo Peter Tass dann eine Professur bekleidete und wo die ganzen wundervollen Wissenselemente zusammengeführt wurden in einer sehr, sehr besonderen Forschungsarbeit, über die wir dann gleich sprechen werden. Von Jülich ging dann der Weg nach Stanford, wo die Arbeiten und die schon in Jülich, schon, wenn man so möchte, kreierten Innovationen, die auch mit vielen Preisen geehrt wurden, dann in Stanford eine Weiterentwicklung erfuhren und bis heute dort auch weiterhin stattfinden. Ich persönlich hatte die Freude, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, es war vor ungefähr 14 Jahren, habe ich Peter Tass kennenlernen dürfen bei einer Summer School unseres gemeinsamen Freundes und meines Doktorvaters Günther Schiepek, wo ich zum ersten Mal von seiner faszinierenden Forschungsarbeit erfuhr. Und genau über diese würde ich dann heute gerne und jetzt gerne mit Peter mich ein wenig austauschen. Aber zuvor würde ich doch gerne die Frage loswerden, wenn man sich auf den Weg macht in ein Medizinstudium, was ist da der Antrieb, die Motivation, Peter? Wie ging es dann weiter? Was trieb dich an, dann diesen doch sehr, sehr, sehr besonderen Weg zu gehen über die Physik, über die Mathematik, dann in die Hirnforschung? Ja, ich wollte eigentlich von klein auf Chirurg werden. Und in der Abi-Zeit, in der 12. und 13., hatte ich einen fantastischen Physiklehrer, den Dr. Schumm. Der hatte, wenn man wollte, einem nach der 6. Stunde noch letztlich Vordiplomswissen in Physik beigebracht. Das war ein traumhafter Pädagoge. Manchmal ein bisschen arrogant gegenüber denen, die nicht so viel Freude dran hatten, aber es war faszinierend, wirklich faszinierend. Ich hatte auch einen extrem guten, einen Herrn Fleider, extrem guten Mathelehrer. Und ich habe damals schon sehr gebrannt für Mathe und Physik. Und dann kam halt die Frage, was möchte ich dann machen? Möchte ich wirklich Chirurg werden? Möchte ich wirklich Medizin studieren? Und Relativitätstheorie hat mich wahnsinnig fasziniert. Und dann habe ich mich halt entschieden, dass ich Medizin studieren möchte, weil ich einerseits helfen möchte. Und zweitens, weil ich dachte, das ganze Diagnostizieren und das Behandeln, das ist bestimmt auch sehr, sehr kognitiv oder intellektuell sehr spannend. Und dann begann das Medizinstudium und der erste Schock kam irgendwie, als ich gemerkt habe, wie viel man da eigentlich auswendig lernen muss. Es fiel mir leicht, aber mir hat die Tiefe gefehlt bei der Angelegenheit. Das war das eine. Und das zweite, was ich dann halt, ich liebe die Medizin sehr, das nicht falsch verstehen, aber was ich schon
Was man einfach auch sehen muss, ist, wenn man auf einer Station arbeitet, hat man es einfach mit einer beschränkten Anzahl an Erkrankungen zu tun. Man läuft oder man folgt dann gewissen Pfaden, Entscheidungsdiagrammen, um letztlich auch die bestmögliche, von der Sicherheit und der Fehlervermeidung her gesehen, die bestmögliche Medizin dem Patienten zur Verfügung zu stellen. Man muss funktionieren, egal wie wenig man geschlafen hat, egal wie hektisch und stressvoll es ist. Das ist sehr wichtig. Das ist für den Patienten sehr wichtig, das ist für den ganzen Betrieb sehr wichtig. Es war nur nicht so ganz meins, weil mir da immer, es kam zwar unglaublich auch im praktischen Jahr in der Medizin, unglaublich viel Positives zurück. Also die Interaktion mit Patienten hat mir sehr viel gegeben, die fand ich toll. Ich war ziemlich gut im OP, weil ich nicht gezittert habe. Und fand es auch immer schön, weil man was tun kann. Also da ist ein Mensch, der hat echte Schwierigkeiten. Und nach der OP geht es ihm dann im Idealfall wirklich besser. Und das habe ich häufig erlebt. Deshalb fand ich die Chirurgie so toll. Aber die, anders als damals zum Beispiel die Neurologie, das war ein Fach, da hat man nicht so viel erreichen können vom Therapeutischen zu der Zeit. Aber das Kreative hat mir unglaublich gefehlt. Das war der eine Aspekt. Der andere Aspekt war halt der, dass die Medizin, so wichtig sie auch schon damals natürlich war, um Gottes Willen, das ist keine Kritik oder sowas, manchmal schon sehr brutale Wege geht, um zu helfen. Es ist erstaunlich, was Patienten alles aushalten und aushalten müssen, um dann hoffentlich wieder gesund zu werden. Das war für mich sehr eindrucksvoll. Und ich habe dann auch, ich hatte immer so einen Handel mit mir gemacht. Wie viel Zeit investiere ich in Auswendiglernen vor den großen Prüfungen, Physikum, erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen? Und wie viel Zeit bleibt mir übrig und darf ich sozusagen Sachen dann lesen, die ich vielleicht noch manchmal etwas spannender finde? Und da fing das dann halt an, Chaostheorie, dann auch mal eine Zeit lang in der Fernuni Hagen, beinahe bis zum Vordiplom, Elektrotechnik studiert, um auch das Gehirn letztlich besser zu verstehen. Das war eine unsinnige Vorstellung. Wenn man Computer versteht, versteht man, bündelt man das Gehirn besser. Und dann über die Chaostheorie kam ich schließlich zur Synergetik und auch insgesamt auch allen möglichen Formen von Mathe und statistischer Physik. Und gerade die Synergetik, also Selbstorganisationstheorien, haben mich unglaublich fasziniert. Und zwar einfach deshalb, weil es halt auch der klinischen Realität entspricht. Wir verstehen nicht wirklich, es wäre anmaßend zu sagen, wir verstehen nicht wirklich, wie es möglich ist, dass so viele Subsysteme im Körper so unglaublich toll zusammenarbeiten. Im gesunden Fall, aber auch faszinierenderweise und schrecklicherweise natürlich auch bei Krankheiten. Das ist ja nicht dann einfach nur das heillose Chaos, sondern das sind auch sehr strukturierte, komplexe Abläufe, die dann zu sehr charakteristischen Symptombildern und dergleichen führen. Und ich hatte damals das Gefühl, wenn man das besser versteht, kann man auch bessere, schonendere, aber nicht minder effektive Therapien entwickeln. Und da ich das Gefühl hatte, dass mir die Methoden dazu wirklich komplett fehlen, anfangs kannte ich zum Beispiel den Begriff Selbstorganisation noch gar nicht, habe ich noch Mathe und Physik studiert, hatte mir dann überlegt, was von beiden, bin dann noch ein bisschen rumgereist in Deutschland bei den Medizinern, die so Arbeitsgruppen oder einzelne Leute beschäftigten, die so, das war durch die Zeit, in der das sehr, sehr langsam begann. Im Bereich Kardiologie zum Beispiel so gewisse dynamische Analysen gemacht haben. Und da gab es so kein klares Bild. Ich habe mich dann für die Mathe entschieden, weil das die Physik halt auch manchmal, da war es halt manchmal auch schwierig. Da hätte man dann entsprechende Praktikumsplätze oder da hätte man durch die nicht ausreichende Anzahl von Praktikumsplätzen unnötig lang studieren müssen. Und dann ging das auch sehr gut in der Mathe. Ich war ausgehungert nach Logik, logischem Denken, also gefordert zu werden, logisch zu denken. Mathe in der Uni ist was ganz anderes als Mathe am Gymnasium. Es ist schön, also so strahlende, imperative Schönheit. Also es ist wahnsinnig toll. Und wir hatten in Stuttgart wir hatten da sehr, sehr viele Anfänge und wenige haben dann, oder sehr viele, die auch abgesprungen sind innerhalb kurzer Zeit. Es hieß dann, ich weiß nicht mehr, ob das stimmt, dass die Uni halt ihr Geld vom Land bekommt, gemessen an den
so einen Studienbeginn dann nicht unbedingt an den abschließen. Wir hatten dann einen Professor, der war ziemlich faszinierend, weil er wirklich seine reine Mathe geliebt hat. Und der hat für die Anfänge, für die Erstsemester einen Kurs gemacht, hat den es in Stuttgart gab, bei dem er letztlich Terminologie der Mathematik, also Grundwerkzeuge, dem Erstsemester beigebracht hat. Und das waren dann halt die Summen mit, weiß der Teufel, wie viel Indizes und Vielfachintegrale und alles und Tensoren und Sachen, die sich sonst eigentlich ein bisschen über die Zeit entwickeln. Und viele Studenten haben ihn gehasst, weil er einfach zu arrogant und zu wenig pädagogisch war. Ich fand es faszinierend, weil der Geist dessen, was Mathe ist, hervorragend rüberkam. Er war immer wieder echauffiert, hat sein Jackett dann wieder angezogen, wollte gehen, hat ihn überredet, doch zu bleiben und so weiter. Es war wunderbar. Aber ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass die reine Mathe nicht das ist, was ich wirklich will, weil das einfach für mich, also das sind grandiose Dinge und sehr wichtige Bereiche, aber für mich war das nichts, weil man halt Probleme ist, sich selbst in letztlich selbst definierten Räumen geschaffen und dann gelöst hat. Davon wird niemand gesund, vielleicht der, der es macht. Und dann habe ich mir halt im weiteren Studium die Fächer ausgesucht, die sehr gut gepasst haben. Das waren halt Wellentheorien, nichtlineare Dynamik. Und hatte dann das große Glück, auch mit wirklich fantastische Lehrer in der Mathe zu haben, Klaus Kirchgessner, der im Wesentlichen in sehr abgefahrenen Funktionsräumen den Satz der Zentrumsmannigfaltigkeit zum ersten Mal bewiesen hat, aber auch konstruktiv bewiesen hat, dass man es wirklich sehr gut anwenden konnte. Das war das Analogon zum Slaving Principle, der Versklavungsprinzip in der Synergetik. Und da ging es dann, der hat es zum Beispiel angewandt auf Strömungswellen im Zürichsee, ja, so lang gestreckten Seen, Wasserbassins. Und dann Bernold Fiedler war auch ein wirklicher Leuchtturm sozusagen, der topologische Methoden, der verschiedene Dinge eben nicht nur so sehr fokussiert, sondern sehr breit und über die eigenen typische Box hinaus guckend sehr verschiedene Elemente genutzt hat, um grandiose und sehr tiefe Beweise auch zu führen und Analysen durchzuführen. Das war zum Beispiel dann auch in der Diplomarbeit eins meiner Prüfungsthemen, von dem wir alle abgeraten haben, weil er nie tolle Noten gibt und dass er nie eine Eins gegeben hat und weil es halt immer schwierig ist. Also ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um den Satz der Zentrumsmannigfaltigkeit zu verstehen, nicht den Beweis, den Satz. Und damit war ich in seiner Top-Gruppe. Und das ist einfach deshalb, weil man da so viele Elemente, unterschiedliche Elemente aus der Mathe zu zusammentragen muss, der Algebra, Topologie, alles angewandt auf nichtlineare Dynamik. Um was es aber ging, war wirklich total zentral. Und es wäre schön, wenn man das auch einfacher letztlich möglichst vielen, die mit Modellbildung zu tun haben, nahebringt. Das zeigt halt, dass Satz der Zentrumsmannigfaltigkeit ist eine bedeutet einfach, dass man versteht, dass sehr viele, unendlich viele Modelle letztlich dasselbe aussagen können. Es zeigt aber auch manchmal die Beschränktheit von Modellierung. Also man lernt viel Bescheidenheit, man lernt aber auch viel Technik dabei. Und dann hatte ich ganz am Anfang des Studiums nach einem Jahr mir gedacht, so okay, jetzt geht es hier ganz gut in der Mathe, jetzt schaue ich mal bei Herrn Haken vorbei. Und dann hat er gemeint, ja, ich sollte doch mal irgendein Modell machen für irgendwas, was mich interessiert. Und dann schauen wir mal. Und dann hatte ich ein Modell gemacht, ein mathematisches Modell für den Alpha-Rhythmus. Und dann meinte er, als ich dann, ich weiß nicht, nach 3 Wochen oder so wiederkam, hat er gemeint, ja, das sieht doch schön aus. So, und damit ich jetzt er seine Zeit nicht vergeudet, aber auch der Student, also ich meine Zeit nicht vergeude, soll ich beim Promovieren. Sonst ist das ja alles nur im luftleeren Raum. Und das geht. Man kann ein Promotionsstudium in Deutschland machen oder konnte es damals machen. Man musste damals das Äquivalent zur Diplomprüfung noch in der Physik ablegen, hatte ein Jahr Zeit zur Vorbereitung.
Äquivalent zur Diplomarbeit, zur Diplomprüfung und dann nach dann die eigentliche Promotionsphase. Und er hat gemeint, es wird schon Arbeit sein, aber er ist zuversichtlich, dass ich das schaffe. Und das war sehr, 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 sehr positives, sehr stimulierendes Verhältnis mit ihm und hat mich auch sehr geprägt. Und was ich in einer Weise damals wirklich erlebt habe, war, und das habe ich nicht immer so sehr das hatte ich in der Medizin nicht so sehr erlebt, muss ich sagen, war die tiefe, unglaublich stimulierende Interaktion mit Lehrern, mit universitären Lehrern. Das war absolut fantastisch. Mhm. Es liegt vielleicht auch am Fach, weil die Hierarchie in der Medizin, zumindest auch wie es damals in Deutschland war, halt schon sehr ausgeprägt ist. Das hat aber auch gewisse vielleicht Berechtigungen. Aber das war schon toll. Oder auch zum Beispiel, als Klaus Kirchgessner damals mich aufgenommen hat für eine Diplomarbeit. Er hat weniger Diplomanden haben wollen, weil es auch, man war ehrlich offen und schon auch massiv gesagt, es ist Zeitverschwendung, weil das nicht so interessant ist. Und dann hat er mir halt zwei Themen angeboten, die auch interessant waren. Oder hat er halt gesagt, ich kann mir auch selber was wählen, aber nur, wenn es was Sinnvolles ist. Und dann haben wir das durchgesprochen und dann kam halt das erste Thema. Die ersten beiden waren wirklich interessant, aber es war einfach nicht so mein Weg in die Medizin. Und dann hatte ich halt gesagt, ich würde gerne analytisch, also mit Bleistift und Papier und nachher halt numerisch zur Illustration, visuelle Dynamik von klinisch relevanteren visuellen Halluzinationen, zum Beispiel nach Pilzkonsum und anderen Dingen, untersuchen, und hat ihm das entsprechende Modell vorgestellt und so weiter. Und hat er gemeint, das geht nicht, das ist zu kompliziert, das kriegt man nicht hin mit Bleistift und Papier. Und dann habe ich gemeint, okay, und wenn ich es ihm zeige, ob ich dann also das als Diplomarbeit machen kann, dann meinte, ja, das geht auf jeden Fall. Und dann weiß ich noch, bin ich nach Hause gefahren mit der S-Bahn und die Nacht durchgearbeitet und hatte im Wesentlichen den Beweis skizziert, kam am nächsten Tag wieder hin, hat sich dann auch sofort Zeit genommen. Das war dann meine Diplomarbeit. Also das war schon toll. Es war eine Interaktion, die einfach auch sehr viel Begeisterung und Energie freigesetzt hat. Das habe ich geliebt. Und das ist jetzt eine wahnsinnig lange Antwort. Sehr schön, weil ich kann das nur mal vielleicht eine ganz kleine Anekdote von meiner Seite, die das auch so ein klein wenig noch bestätigt. Ich weiß noch, in meinem Psychologiestudium, eine meiner Endprüfungen, und dort mündlich, ich kam hinein und einer der Hauptprüfer sagte mir, ach, jetzt habe ich schon so viele heute Morgen durchgeprüft. Ich habe einen ganz trockenen Mund. Jetzt würde ich gerne ein Tässchen Tee einfach trinken. Haben Sie auch Lust auf ein Tässchen Tee? Und ich stand da etwas in innerer Spannung behaftet. Und sage, ja, sehr gerne, sage ich. Dann holte er also diesen Tee raus, macht den Tee. Und dann saßen wir 1,5 Stunden bei einem Tässchen Tee und hatten ein richtig tolles, intensives Gespräch, bei dem er mich quasi das war eine knallharte Prüfung. Aber diese Prüfung vollzog sich im Kontext eines gemeinsamen Gesprächs. Das war grandios. Wenn ich mir vorgestellt hätte, ich hätte in meinem Heidelberger Studium in der Anatomie den Professor gebeten, ob wir kurz eine Pause machen könnten, um mit einem Tässchen Tee vielleicht fortzufahren. Ich denke, ich wäre verhaftet worden wahrscheinlich. Also das ist auch diese andere Kultur. Das war damals der Professor Meckendorf, also ein alter Recke, der ein Grand Seigneur der Gruppenpsychologie. Und das werde ich nie vergessen. Diese Form, dass man fast einen gemütlichen Kontext schaffen kann, der aber dann in intellektuelle Tiefen einen entführt und wie mich jetzt für ein Leben lang prägt. Von der kann ich jetzt nur noch bestätigen, was du gerade gesagt hast, mit verschiedenen Kulturen des Miteinanders zwischen Professoren
und Studentin. Das habe ich ähnlich erlebt, ja. Das ist schön. Und dann hast du also quasi dort dann die Mathematik, also wie ging es dann weiter? Weil das war ja sozusagen noch ja auf dem Weg. Ja, ich hatte halt dann meine Doktorarbeit in der Physik, wann war das? 93 im Sommer. Dann hatte ich die Doktorprüfung ist abgeschlossen, dann Dezember 93, dann noch die Mathe-Diplomprüfung. Und dann habe ich Anfang Januar 94 in Düsseldorf angefangen. Ich hätte damals die Möglichkeit gehabt, über Kirchkessen in die USA zu gehen. Aber das wäre zu sehr noch im Bereich der Mathe. Das war nicht anwendungsnah genug. Und dann hatte ich mit auch vermittelt über Herrn Haken, weil er den Hans-Joachim Freund gut kannte, den Neurologiechef aus Düsseldorf gut kannte, ich habe mir überlegt, Düsseldorf, München bei Brand und war dann, mein erstes Vorstellungsgespräch war dann in Düsseldorf. Und Freund hatte eine fantastische Klinik damals, so ein bisschen nach Queen Square Modell. Queen Square kannte er gut und da gab es in allen Bereichen sehr lebendige Arbeitsgruppen, also in sehr unterschiedlichen Bereichen der Medizin, der Neurologie. Und er war, damals kam halt so langsam entstanden so die ersten Arbeiten, die Bedeutung von Rhythmen im Bereich, vor allem pathologische Bedeutung von Rhythmen, untersuchten. Singer hatte damals auch Arbeiten zum Binding-Problem gehabt. Ich habe ja in dem Bereich auch promoviert, also Oszillatorentheorie dazu gemacht und so weiter, Oszillatorenmodelle. Und dann habe ich dort mein Arztpraktikum gemacht. Das war eine finanziell düstere Zeit. Da mussten wir ja dann 1,5 Jahre für Minimalgehalt arbeiten. Und Freund hat, und meine Intention war halt die, oder meine Absicht initial war die, ich wollte so ein Sicherheitsstandbein haben, sozusagen. Damals, jetzt ist alles auch in Deutschland, ich meine in den USA sowieso, aber in Deutschland alles viel interdisziplinärer ausgerichtet. Damals waren das schon noch klar getrennte Fakultäten. Und ich wollte so ein Sicherheitsstandbein haben, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich den Facharzt für Neurologie und mache viel Wissenschaft und dann schauen wir mal weiter. Und wenn das je nicht anwendbar ist, dann kann ich wenigstens Menschen helfen, sozusagen. Denn bei allem Respekt und sehr großen Respekt, zum Beispiel für Hermann Haken, hatte ich mir halt gedacht, wie viele Jahre hat er gearbeitet mit Modellierung, die biologisch und oder physiologisch motiviert oder orientiert war? Und wie viel ist dabei letztlich so an medizinisch Relevantem rausgekommen? Das war halt bei allem massiv großem Respekt. Es war nicht so sehr viel zu der damaligen Zeit, das muss man halt auch realistisch sehen. Das waren halt so mehrere grundlegende Konzepte und so weiter. Aber das war noch nicht so griffig, dass man einen Kliniker damit notfalls begeistern könnte. Und dann war das halt so, dass ich, dass das alles sehr schnell vorangegangen ist. Dort hatte ich Programmieren gelernt, nicht in der theoretischen Physik. Theoretische Physik, das war halt Fortran-Programmieren, dieselbe Bibliothek, Fortran-Bibliothek, das ganze Institut verwandt hat und so. Es war eine einfache Simulation. Was ich dort gelernt habe, war wirklich Daten von A nach B schieben, komische Datenformate öffnen, also Zeugs. Da war nämlich ein Physiker, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, der eher für die MR-Gruppe, Kernspin-Gruppe programmiert hat und der hat mir Programmieren beigebracht. Und dann hatte ich halt das Labor, Bewegungsmesslabor aufgebaut, EMEG-Analysen und das lief dann alles sehr gut. Und dann wollte ich wechseln zu Kirchgessner und von ihm aus dann in die USA gehen. Und dann hat mir mein Freund angeboten, bei ihm zu bleiben, ohne Facharztausbildung. Und wenn es gut genug ist, wird sie schon einen Weg finden. Das war nicht, entsprach nicht so ganz meinem Sicherheitsbedürfnis, denn das war schon immer da. Also da war dann schon auch so eine Ängstlichkeitskomponente. Aber
Mich hat es halt fasziniert, weil es wirklich der Bereich war, der, also die Nähe zur Klinik war mir wichtig. Die war mir wichtig für die Einfälle, für die, um adäquat sozusagen stimuliert zu werden. Und dann lief das auch gut, nur wurde das dann auch, ich hatte dann auch eben die Verbindung nach Aachen zu Schmidt-Schönbein, der sehr systemisch orientiert war, auch aufgebaut. Und habe dann dort auch sicherlich auch einiges noch in Physiologie gelernt, habe aber auch gelernt, dass so die klassische Tätigkeit eines Physiologieprofessors an der Uni mit sehr vielen manchmal schockierend uninteressierten Medizinstudenten auch nicht so das war, was unbedingt mir vor Begeisterung schlaflose Nächte bereitet hätte. Und dann hat auf Freunds Vorschlag, aber auch mit der sehr, sehr großen Unterstützung von Karl Zilles, der leider schon verstorben ist, es hat sich dann der Weg zu einer Arbeitsgruppe in Jülich aufgetan. Und Jülich war, und dort ging es dann halt auch durch gewisse Angebote von externen relativ schnell weiter. Normalerweise ist ja das deutsche Modell, wird in Deutschland Hausberufungen nicht gern gesehen. Deshalb muss man wechseln oder viele spielen dann auch, lassen sich von irgendwo in, oder versuchen von irgendwo einen Ruf zu bekommen und dann wird verhandelt und verhandelt. Ob das immer das Beste ist, ist eine andere Frage. Ist ganz anders als in den USA. Die Leute werden halt wachsen an dem Ort, an dem sie denken, dass es gut ist oder an dem sie sind. Und ich hatte dann Angebote und das erste hat mir dann halt eine Professur beschert in Köln für therapeutische Neurophysiologie, also C3, also hier wird es ein Associate Professor und hatte dann nach wie vor die Arbeitsgruppe und dann schließlich bin ich Direktor geworden, Institutsdirektor und einen Lehrstuhl in Köln für Neuromodulation, einen der ersten, glaube ich, in Deutschland. Und das war schon alles sehr, sehr positiv, habe da viel Unterstützung erfahren. Es ist halt ein Ort, der beeindruckend viel Funding bekommt von letztlich vom Staat und Land. Ich glaube 90% Staat, 10% Land. Natürlich auch mit regelmäßigen Begutachtungen. Aber das Budget, das man von der Institution bekommen hat, letztlich war es sehr hoch, über 2 Millionen im Jahr. Was damals halt schwierig war, war die Möglichkeit, klinische Forschung zu machen. Also da gibt es zwei Komponenten. Die eine Komponente ist die Klinik und wie Klinik funktioniert, vor allem im Forschungsbereich. Das ist, fand ich, in Deutschland relativ hierarchisch. Das hat auch gewisse historische Komponenten. Das ist völlig anders als jetzt hier zum Beispiel in Stanford. Ich hatte dann auch andere Angebote, die wurden dann aber auch, da wollte man mich dann aber auch aus dem Umfeld, in dem ich gefördert wurde, auch nicht so gerne gehen lassen. Das war dann nicht so ganz so einfach. Dann hatte ich sogar mal mit dem Gedanken gespielt, gegebenenfalls nach Australien zu gehen. Und kurz danach kam dann der erste Ruf aus Stanford. Das war 2013. Und als ich dann hingegangen bin, das war schon wirklich hochprofessionell. Also ich weiß jetzt natürlich inzwischen, wie wir das hier machen, aber sie geben sich wirklich wahnsinnig viel Mühe, Kandidaten zu evaluieren. Also es waren mehrere Tage mit sehr vielen Interviews. Und was ich halt dann gemerkt habe, ist, dass da die wollen einfach nur, dass sie kommen, die haben hier einfach überredet, dass ich halt, obwohl ich viel habe in Deutschland, das halt aufgebe und komme. Und wir hatten dann auch so ein Dinner. Und normalerweise spricht man am letzten Tag mit dem Department Chair. Und beim Dinner hat mir halt mein wirklich grandioser ehemaliger Department Chair Gary Steinberg halt gesagt, okay, also sagst du mir jetzt morgen, was du brauchst, dann kommst du in 6 Wochen. Es ist halt sehr amerikanisch, sehr angenehm, sehr pragmatisch. Natürlich hatte ich keine sechswöchige Kündigungsfrist in Deutschland, das ist klar. Und dann hatte ich aber Angst. Angst, weil ich so viel aufgeben muss. Vielleicht auch noch die realistische Vorstellung, dass halt manches in USA, manches in Europa einfacher ist.
von den regulatorischen Standpunkten. Damals war ich noch sehr stark, weil mein Gewicht sehr stark im invasiven, weniger nicht invasiven Bereich. Und so, dass ich halt so ein Shared Appointment hatte. Also ich blieb Direktor in Jülich und ich blieb Lehrstuhl an Harper in Köln, hatte dann Consulting Professorship in Stanford und bin dann hin und her geflogen, am Schluss einmal im Monat. Und die Frustration über die unterschiedliche Geschwindigkeit der Abläufe war groß irgendwann. Also das jedes Mal, dass ich dann kam, hat halt Gary Steinberg mich gefragt, wie lange ich diesen Wahnsinn noch treiben möchte und ob ich jetzt nicht einfach mal ganz komme. Und bin jetzt seit März 2017 hier in Stanford und sehr froh, dass ich den Schritt gemacht habe. Ich bin sehr, sehr froh. Es ist eine ganz andere Welt. Mhm. Es ist eine viel härtere Welt. Und der Kontrast ist viel stärker. Also ich habe angefangen mit einem Startbudget von $500,000. Mhm. Was nichts ist im Wesentlichen. Was viel ist für das Department, aber ich meine, ich unterliege halt so denselben, sagen wir mal, Regeln wie jemand, der in den USA groß geworden ist, und die konnten natürlich eher Brands umbringen. Und natürlich hat mir mehr geholfen am Anfang, so ein paar Donors, ein paar Spender vermittelt. Aber der Anfang war schon schwierig, also einfach das nötige Budget zu bekommen. Was ich schon liebe, ist, dass ich wieder in einem klinischen Umfeld bin. Also ist das rein technische Umfeld auch für mich zu weit weg von dem, was mir wirklich was bedeutet. Und was ich sehr schätze an den Amerikanern, ist diese grundlegende, um es mal so zu sagen, im Mittel ist die Attitüde völlig anders als in Deutschland. Die Amerikaner sind sehr, sehr erfolgsorientiert, sehr pragmatisch. Und es ist halt auch so, ich meine, nur ein kleines Beispiel, aber es sagt halt so viel. Natürlich ist hier vieles positiv, weil es ist einfach auch vieles positiv wegen der Not, die sonst entstehen würde. Wir haben keine Regierung, die uns irgendwie pampert, die uns Geld gibt, wenn wir mal nicht so viel arbeiten wollen oder wenn es mal nicht so laufen sollte oder sowas. Zum Beispiel während der Covid-Zeit, Februar oder März, glaube ich, 2020 hat Stanford im Wesentlichen auch elektive, also Wahl-OPs, keine Emergency Surgery, Wahl-OPs gestoppt. Und ich glaube, dann hat Stanford einen Covid-Test entwickelt in der Zusammenarbeit und auch gespendet mit einer Riesenspende von einem sehr maßgeblichen, sehr wichtigen Spender. Und Verily, eine Google Company, hat den dann innerhalb kürzester Zeit realisiert. Stanford hat sehr viel verdient, auch im positiven Sinn, auch zu Recht an Covid. Und dieses Department hat, glaube ich, dann hat man ein neues Konzept aufgebaut, wie man sicher wirklich operieren kann, von der Hygiene und allem. Und ich glaube, im Mai hatte Neurosurgery mehr OPs als im Januar und Februar zuvor, weil die Leute halt bis nach Mitternacht operiert haben. Und das machen die nicht einfach, weil es jetzt die Besten und Tollsten sein wollten, sondern einfach, weil halt vor allem die Jungen maßgeblich über OPs bezahlt werden. Das ist eine viel, viel härtere Realität. Manchmal denke ich mir auch so, wenn ich mit guten Freunden in Deutschland spreche, manche wissen es gar nicht, wie gut es ihnen eigentlich geht. Aber das Tolle ist halt, dieser größere Druck, der schafft schon irgendwie auch mehr Klarheit. Also das habe ich noch so noch nie erlebt. Ich habe jetzt inzwischen glücklicherweise auch dadurch, dass das, was ich mache, in den Medien immer wieder ist. Und zwar, da habe ich massive Unterstützung, auch Ende letzten Jahres wirklich völlig transformative Spenden, Unterstützung bekommen.
und jetzt auch endlich die wirklich höchst professionell, also wirklich absolute Spitzenklasse im Bereich MedTech, also Leute, die wirklich wissen, was sie wollen, aber die halt wirklich auch nicht nur mal irgendwas entwickeln wollen und dann ein bisschen Geld zu machen oder möglichst viel Geld selber zu machen, sondern Leute, die von vornherein sagen, okay, das und das machen wir, das kriegst du. Mhm. Unser Ziel ist, die Therapien wirklich zu allen Patienten zu bringen, so schnell wie möglich, egal was es kostet. Mhm. Und dieses egal was es kostet, natürlich muss es gut gemacht sein, da darf kein Geld verschwenden, aber das sind große Summen dahinter. Mhm. Also es ist halt eine ganz andere Sicht der Dinge. Es geht nicht darum, irgendeine FDA-Zulassung zu bekommen, um nachher halt mal ein bisschen was zu verdienen und irgendwie einen Reibach zu machen, sondern geht es halt darum, dass man sehr, sehr viel investiert, um am Schluss Reimbursement zu bekommen. Es geht um die Patienten. Und das, muss ich sagen, finde ich sehr positiv. Und das ist, glaube ich, was man nicht an vielen Orten bekommen kann. Das ist sehr typisch. Ich meine, die Bay Area hat, Silicon Valley hat schon auch, sagen wir mal, nicht nur gute Attitüden. Da werden häufig von Investorenseite halt Stories geschätzt und so lange gefördert, bis einfach eine Story einfach auch Realität sein muss, weil sonst einfach viel zu viel Geld vernichtet wird. Aber sie hat auch sehr große Vorteile, wenn man das Glück hat, an die richtigen Leute zu kommen, dass da Menschen sind, die es einfach nicht mehr nötig haben, selbst Geld zu machen, weil sie einfach so viel selber verdienen, die aber was Sinnvolles machen wollen und die auch was verändern wollen zum Positiven und die vielleicht auch aus familiären Gründen darauf angewiesen sind, dass das bei rauskommt. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr positiv. Es ist ein viel größerer Kontrast, im positiven, negativen, von allen Farbtönen, sowohl von der Tiefe und dem Glück und der Schönheit der Arbeit, aber auch von den Zwängen existenzieller Art, die damit verbunden sind, wenn es gut geht und wenn man gesund bleibt, das ist sicherlich ein totales Paradies. Spannend. Ich danke sehr für diese wirklich sehr, sehr spannenden Einblicke, die du ja durch diese Wanderung, einmal durch die verschiedenen Fachdisziplinen und dann natürlich aber auch durch diesen Kulturwechsel, den du erfahren hast, sicherlich für viele Menschen auch neu, dass man so aus dieser Innenperspektive zu hören. Wenn du erlaubst, würde ich jetzt gerne noch mal so ein paar Elemente jetzt dazu anfügen, um das Inhaltliche noch ein klein wenig auch zur Geltung zu bringen. Du hast also in Jülich dann ja angefangen, diese neuromodulatorischen Konzepte zu entwickeln, aber auch schon umzusetzen. Vielleicht magst du da noch ein klein wenig uns Einblicke gewähren in diese Konzepte, wie es dann zu dieser Grundtheorie von dir kam und wie dann dieses, ja, dann, wenn man so möchte, vielleicht, wenn ich so sagen darf, dein Opus Magnum, dein Coordinated Reset, dann so den Weg in die Welt fand. Ja, ich hatte schon relativ früh, das war noch in der Düsseldorfer Zeit, mit die Arbeiten von Winfrey gelesen. Und mein Ziel war halt folgendes, es war eine Zeit, an der einerseits es dieses sogenannte RATE Model, Feuerratenmodell beim Parkinson gab, wo man die Vorstellung hat, dass wenn die Neuronen in bestimmten Kerngebieten besonders schnell oder besonders langsam feuern, dann führt es zu bestimmten Symptomen. Da gibt's noch immer Diskussionen darüber, inwieweit das korrekt ist. Es erklärt manches, aber anderes halt eben auch nicht. Und es gab so die ersten Arbeiten, ich meine, es gab schon Arbeiten von Bright in den 50er Jahren über tremorassoziierte Synchronisation in Kerngebieten des Hirns. Zu der damaligen Zeit gab es immer mehr Arbeit, gerade zum Beispiel von Haggai Bergmann, die halt gezeigt haben, dass Synchronisation wichtig ist. Es geht nicht nur darum, ob Neuronen, also mit welcher Frequenz die Neuronen feuern, sondern wie sie feuern, mit welchem Muster. Und basierend auf den alten Arbeiten war für mich diese Synchronisationshypothese
sehr wichtig. Und selbst wenn die Feuerraten vertrimmt sind, muss das noch nicht ausreichen. Sondern es ist wichtig, wie viele überhaupt mitmachen und ob sie synchron und im Takt mitmachen. Und so habe ich damals begonnen, und das war halt auch sehr prägend, weil damals die tiefe Hirnstimulation von Frankreich, von Benabi zu, die ja vorher schon standen für die Schmerzbehandlung, auch psychiatrische Behandlungen. Es gab auch erste selbstbedarfsgesteuerte Formen experimenteller Art und in anderen Bereichen, nicht unbedingt im Bereich Parkinson. Und Benabi war der Erste, der das halt chronisch implantiert hat, also für lange Zeit, Monate, Jahre. Und die kam dann sehr schnell von Frankreich nach Düsseldorf und da in die Neurologie. Und ich habe dann halt gesehen, wie einerseits, wie groß die Effekte sind, aber wie unnatürlich, also für meinen persönlichen Geschmack in aller Bescheidenheit, unnatürlich dieses Stimulationsmuster war. Es war halt eine hochdauerhafte Hochfrequenzstimulation. Und das war für mich so der Ansatzpunkt, dass ich gesagt habe, okay, das Ziel sollte eigentlich sein, es schonender zu machen. Und ich wurde damals auch von einem von jemandem sehr einflussreichen, die tiefen Hirnstimulationsindustrie einmal auch relativ stark anfänglich kritisiert, warum ich denn da was verbessern möchte, wo es doch ganz gut geht. Aber damals hatte man auch noch nicht so gewusst, was für Implikationen und auch Limitationen das hat im Sinne von Limitationen im Sinne von begrenzte Effektivität bei Gangstörungen, Balance, dann auch Nebenwirkungen bei Sprache und anderen Dingen. Dennoch war einfach meine, und das hätte ich niemals jetzt irgendwie rational schlussendlich begründen können, aber für mich war es einfach ein zu aggressives Vorgehen. Ich wollte etwas machen, was halt nicht so aggressiv ist, was schonender ist, und deshalb wollte ich halt diese abnormen synchronen Entladungen desynchronisieren. So begann das alles. Und dann hatte ich auch Winfrey-Arbeiten von Winfrey gelesen, der mit wunderschöner Topologie den Effekt von zur rechten Zeit, also bei der rechten Phase von so einer Schwingung applizierten Einzelreizen untersucht hat und auf diese Weise schwarze Löcher, wie er es nannte, induziert hat, nämlich eine Desynchronisation. Also wenn man zum Beispiel zu einer bestimmten Phasenlage stimuliert, dann schubst man einen Teil der Neuronen nach vorne, die werden schneller, ein paar verzögert man und in Summe sind sie irgendwo alle unsynchron, weil sie nicht mehr, zumindest zeitweise, nicht mehr richtig zueinander finden. Und diese Topologie fand ich immer schon faszinierend. Das Problem mit der Topologie ist halt, sie hält häufig oder typischerweise, zumindest war es damals so, ich bin jetzt nicht mehr so unterwegs in der Topologie, nicht stand manchen Realitäten, nämlich zum Beispiel Rauschkräften. Das war meine Erfahrung auch von der Mathe, alles, was halt zusammenbricht als Beschreibung, zusammenbricht bei Kontakt mit der Realität, also wenn Rauschen dazukommt, muss nicht unbedingt für den Physiker das Robusteste sein, muss man sozusagen. Und deshalb hatte ich damals angefangen, dieses Konzept, das er begonnen hatte, mit Rauschkräften im Rahmen so einer Fokker-Planck-Rahmen zu entwickeln. Und da hat man halt gesehen, man kann wunderschön desynchronisieren, indem man halt bei bestimmten Phasenlagen das appliziert. Der Nachteil davon ist halt, dieser Reiz, der müsste halt super präzise geeicht werden. Also man müsste ja dann immer wieder warten, bis das wieder ganz synchron ist. Und dann ist es aber auch nicht immer genauso gleich synchron. Es ist schwierig. Da gibt es jetzt noch Ansätze, die versuchen, sowas zu machen. Ich persönlich halte das nicht so aussichtsreich, aber sei es drum. Und dann fing ich an, war ich dann schon in Jülich, so das erste Jahr, so komplexere Reize zu bauen, nämlich in der Form,
dass man einen resettenden Reiz hat, also dass man einen Neustart beginnt und dann mit einer ziemlichen Zeitverzögerung einen schwachen Reiz und der bewirkt die Desynchronisation. Und ich hatte da, wir hatten damals auch in Kollaboration mit dem Zentrallabor für Elektronik versucht, solche Sachen zu machen und das war vielleicht auch noch nicht die Zeit und es war einfach schwierig, sowas dann in Echtzeit umzusetzen. Und dann war für mich persönlich einfach die Aufgabe die, die ich mir gestellt habe, ich möchte was machen, was man halt, was jemand machen kann, der einfach jetzt nicht der weltbeste Elektroniker oder E-Techniker oder sonst was ist. Irgendwas, was super robust ist. Und was, es ist aber auch nicht abschätzig gemeint, sondern was einfach so robust ist, dass man die Eichung nicht braucht. Denn je weniger an Overhead, an Komplikationen man braucht, umso unsicherer wird es halt der klinische Erfolg, umso wackeliger die ganze Angelegenheit. Und so ist letztlich der Coordinated Reset geboren. Das ist aber wenn du mir nochmal ganz kurz erlaubst einzuhaken, Peter, was jetzt nochmal jetzt ganz trivial gesprochen auf einer kleinen Metaebene, letztendlich, was du gerade beschrieben hast, im Vergleich zu dem, was bis dato da war an Modellen, war ja der eklatante Unterschied, dass ja nun die hochfrequenten Stimulationen, die bis dato, wenn man so möchte, jetzt und Vogue waren, oder die ja nun vor allem ja von der Inhibition leben. Während dein Ansatz doch nun ja dahingehend neu war, dass sozusagen es ja eher in Richtung, du hast es gerade als weicher beschrieben oder als sanfter, aber doch vor allem vom Denkmodell her, nun geht es ja doch eher in Richtung einer Modulation und eben nicht Inhibition. Ich glaube, das ist ja nochmal ein ganz zentraler Moment im Vergleich zu Methoden. Ja, ich meine, bis jetzt ist es noch nicht richtig klar, wie die Standard-Hochfrequenz-Stimulation funktioniert. Ist es Inhibition, Blockade, ist es wie auch immer, aber vom Prinzip her ja. Und damals, zur damaligen Zeit war die Forschung um die, wir unterdrücken hier die Aktivität, ob es jetzt zum Beispiel mit einer Inhibition und führen sowas wie eine oder induzieren sowas wie eine funktionelle Läsion, also vorübergehend eine Läsion. Mhm. Der Vorteil gegenüber der Läsionsbehandlung, bei der man tatsächlich ein Gewebe zerstört, Läsionsbehandlung führt man durch, indem man halt Elektroden einführt und dann mit Strömen sehr hoher Amplitude das Gewebe salopp gesprochen zerkocht. Oder indem man mit, was jetzt auch wieder mehr en vogue kommt, mit Ultraschallbestrahlung relativ präzise Gewebe zerstört. Der Unterschied ist halt der, dass die, und der Vorteil war halt der, es ist folgender, die Läsionsbehandlung, die Gewebe zerstören, bei denen ist es so, dass die Nebenwirkungen nach wenigen Wochen noch zurückbleibenden Nebenwirkungen, dass die halt leidend sind, weil das Gewebe einfach zerstört ist. Während man halt bei der tiefen Handstimulation damals die große Chance sah, dass man reversibel agiert. Das heißt, wenn die Operation selber keine Nebenwirkungen gemacht hat, was sie halt in sehr wenigen Prozentfällen auch schon tut, und da musste man halt sehr vorsichtig sein, dass man zum Beispiel keine Gefäße zerstört, dann gehen die therapeutischen Wirkungen und Nebenwirkungen meist praktisch vollständig zurück, ohne wenn man ausschaltet. Also im Wesentlichen war es schon der Effekt oder die Vorstellung zur damaligen Zeit, wir unterdrücken hier was, wir schalten hier was aus. Insofern stimmt das absolut. Meine Vorstellung war halt die, ich möchte nicht so massiv eingreifen, dass ich was unterdrücke, sondern ich möchte es näher zu dem gesunden Zustand führen, also zum unsynchronen Zustand führen. Als dann später, aber das war 2006, es kam erst 2006 durch die Modulierung, als wir dann die Plastizität berücksichtigt haben, war dieser Aspekt noch viel, viel wichtiger. Ja. Und zwar einfach deshalb, nur plastische, also aktive Neuronen können dazulernen, verlernen heißt, sie ändern ihre Struktur, also ihre Verbindungen. Ja. Und das ist unendlich wichtig. Und dieser Aspekt, glaube ich, der ist ja so besonders, wenn man das dann so im Nachhinein sich anschaut, denkt man sich, na ja, klar sind Synapsen plastisch. Aber das Geniale eigentlich war ja,
das tatsächlich in einer Phase zu denken, wo andere Denkmodelle vielleicht auch intuitiv sogar ein Stück weit näher der Realität waren. Also zu sagen, ich habe jetzt ein Kerngebiet in den Basalkernen, da ist der Nucleus Subthalamicus und den, der feuert jetzt hier pathologische Frequenzen ab. Mhm. Den blocke ich erstmal, egal wie jetzt, ob durch Läsion oder hochfrequente Impulse. Und dann auf die Idee zu kommen, zu sagen, nein, langsam. Wir haben gelernt, dass dass Systeme sich selbst organisierend aufbauen können. Wir haben gelernt, dass Synapsen sich verändern können in ihrer Funktionalität. Und das ist das, was ich so gerne noch hervorheben möchte, weil das so besonders ist, was du da gemacht hast. Weil es sind Dinge, ich glaube, wenn man Dinge im Nachhinein betrachtet, denkt man immer, ja, ganz klar. Aber in solchen Phasen darauf zu kommen, und somit und auch ein Gedankenpfad, der ja schon von anderen ein Stück vorgegeben war, dann so zu verlassen, das finde ich, ist besonders und vielleicht auch, und das wäre so ein bisschen meine Hypothese, auch der Tatsache eben geschuldet, dass du diese verschiedenen Wissensdimensionen für dich entdeckt hast, verbunden hast und so auch eine gewisse vielleicht Breite der Gedankengänge entstehen konnte, die auch eher dann vielleicht auch sich verführen lässt, abzubiegen, wo vielleicht andere doch auf der Hauptstraße weiterbleiben. Das, also als ich es zum ersten Mal gehört habe, damals, wo du davon berichtet hast, dachte ich, wow, das ist schon eine Leistung, die ist schon sehr besonders, zu sagen, nein, es muss doch anders gehen. Weil die anderen, die von der Inhibition sprachen, sind ja auch kluge Köpfe und die haben ja auch ihre Konzepte und Modelle und Theorien. Aber zu sagen, nein, aber Systeme können sich wandeln, können sich selbst organisieren, wenn wir sie vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise eben in ihrer Funktion modulieren, können sie sich nochmal neu organisieren und eben dann desynchronisieren. Und das ist das, was ich so, was mich so fasziniert hat, als ich das von dir zum ersten Mal gehört habe. Ja, vielen Dank, Hannes. Es war, ich habe schon auch viel Widerstand erlebt damals. Und die Medizin ist halt auch, ich denke, es gäbe es wahrscheinlich auch in anderen Sparten. Die Medizin ist natürlich auch häufig ein konservatives Fach. Aber auch mit Hinblick auf im Interesse des Patienten ist es auch wichtig, denke ich, dass man halt nicht alle möglichen Hallodri-Ideen gleich mal sofort am Patienten ausprobiert, salopp gesprochen. Von daher kann ich das auch nachvollziehen. Es gibt halt, es war halt ein Wagnis dabei, intellektuell, und es war mir bewusst, dadurch, dass ich halt mathematisch wirklich ziemlich gut ausgebildet war. Da gibt es zum Beispiel die Slowly, Oscillatory Solutions oder sowas oder irgend sowas in der Art. Die man damals sehr gut sozusagen nachweisen konnte in der Mathe. Einmal nur ganz kurz, um es zu verstehen. Es gab damals mathematisches Rüstzeug, mit dem man zeigen konnte, dass Zeitverzögerungen im System zu Oszillationen, zum Beispiel Oszillationen führen können, die diese Sätze und diese Beweiswerkzeuge, die man da hatte, waren nicht konstruktiv, sprich man konnte diese Lösung nachher gar nicht konkret ausrechnen. Und dann gab es wirklich grandiose Mathematiker, die dann halt bei irgendeinem Experiment in der Physik bei nuklearer medizinischer Anwendung mal vorhergesagt haben, da müsste es sowas geben. Und dann gab es das halt in einem kleinen Parameterraum. Und dann waren die sehr glücklich. Und das meine ich auch nicht irgendwie arrogant. Das war schon eine intellektuell sehr, sehr große Leistung. Was ich aber bei all diesen Sachen gelernt habe, ist, es kann viel, die Komplexität kann sehr komplex sein. Also man kann, da kann viel passieren in solchen Systemen, was man auch gar nicht möchte. Und das war von meiner Warte aus betrachtet, selbstkritisch, das war mir bewusst, das Wagnis, dass dieser ganzen Ansatz zugrunde lag. Und das war, ich möchte einen Ansatz wählen, in dem ich selbst mich zurücknehme, als der interveniert, in dem ich möglichst wenig interveniere, an dem ich vertraue. Und das war der Knackpunkt. Nämlich vertraue, dass das System sich zum Besseren selbst organisiert. Sehr wohl wissend, nicht naiv, sondern sehr wohl wissend, wie komplex selbst organisierte Dynamik sein kann, die auch wirklich
fundamental falsche Wege gehen könnte, prinzipiell. Mhm. Mhm. Und das war mein Ansatz. Und das natürlich einem Kliniker, der dann in der damaligen Zeit fing Deuschel, Günter Deuschel zum Beispiel an, der hatte Mathe studiert, nicht fertig gemacht und nachher Medizin und war einer der Neurologen, der die tiefe Hirnstimulation auf ein wirklich tolles, evidenzbasiertes Niveau gehoben hat durch fantastische klinische Studien. Mhm. Und von so einer Warte, und wir haben jetzt in letzter Zeit nicht so viel, aber wir hatten immer ein fantastisches Verhältnis miteinander. Mhm. Aber wenn ich mich in solche Leute reinversetze, die wirklich alles, was sie drauf haben, und es war viel, dafür geben, dass sie zeigen, dass dieser Ansatz mit der standardtiefen Anstimulation funktioniert, dann ist es mir klar, dass die sich auf solche Spekulationen am Anfang nicht gleich einlassen wollen. Das ist klar. Nur für mich war es halt so, dass das für mich so eine gewisse imperative Schönheit war. Mhm. Ich nehme mich zurück, nehme mich absichtlich zurück und vertraue, dass das System den Weg, einen besseren Weg geht. Vielleicht gibt es viele, aber es sollte ein besserer Weg sein, den es halt da genommen hat bisher. Mhm. Und in der Zwischenzeit, nach den vielen, vielen Jahren, verstehen wir das immer besser und besser. Und auch von der gesamten Theorie. Wir haben jetzt auch Modelle, die erheblich detailliert sind und werden auch jetzt sehr bald im Januar wahrscheinlich ein Paper raus submitten, wo wir erheblich detailliert diese Kaskade, die auf den Dopaminmangel folgt, modellieren können. Also, und das ist glücklicherweise alles bestätigend, nur und vor allem ist natürlich bestätigend, wenn die Anwendungen Patienten funktionieren. Nur das war halt das Wagnis. Aber ich meine, ohne Wagnis geht es halt auch nicht. Und dann habt ihr, wenn ich nochmal so ein bisschen auf diese Forschungsarbeiten diskutieren darf und auf die Denkmodelle dahinter, es begann ja damit, dass ihr ja dann die Störfaktoren, also das heißt, wir haben also, nehmen wir jetzt diesen Parkinson als das Musterbeispiel eurer Arbeit, wir haben also dann diese hypersynchrone und überstabile Musterbildung in den Basalkernen, typischerweise im Bereich des Nucleus Subthalamicus, aber sagen wir mal in den Basalkernen jetzt dort. Und nun ging es ja darum, diese hypersynchrone, überstabile Musterbildung, die ja so jetzt die Annahme ja als Folge des Dopaminmangels entstanden ist, die durch Stimuli zu desynchronisieren. Sie wieder quasi so in eine Unordnung zu bringen, kurzzeitig durch diese Störimpulse, die am Anfang aus drei verschiedenen Frequenzen, Störfrequenzen ja sich gebildet haben, um dann dieses System damit quasi kurzzeitig zu destabilisieren, damit es dann die Chance hat, sich wieder zu reorganisieren und diese hyperstarke, hypersynchrone, überstabile Kopplung sozusagen sich wieder in eine Entkopplung wandelt und damit wieder diese Netzwerke in eine physiologische Arbeitsform kommen können. Und das war ja dann dieser damals ja nun wirklich sehr, sehr besonderen Studie an dem Makaken, die ihr durchgeführt habt, wo dann auch empirisch gezeigt werden konnte, dass diese leichte Stimulation, die ja, ich glaube, in dieser Makakenstudie waren das 1,5 Stunden pro Tag, war das richtig? Ja, 2 Stunden pro Tag, 5 Tage in Folge. Genau. Und dass das ja tatsächlich dann auch dann sich gezeigt hat, dass diese Desynchronisierung tatsächlich Raum gegriffen hat durch diese Stimuli, die ihr gesetzt habt. Das Spannende war ja dann aber dieser Schritt, den du dann mit deinem Team in Stanford vollzogen hast, nämlich nach die Fragestellung, ist es möglich, diese Stimuli, diese Störreize auch zu setzen in einer nicht-invasiven Art und Weise? Das wäre dann doch nochmal, glaube ich, ein großer Sprung, auch diesen Übertrag in den klinischen Alltag natürlich, so es denn funktioniert, nochmal natürlich viel leichter gestaltet. Ja, ich meine, Parkinson-Patienten oder viele Parkinson-Patienten, denen man dann auch Videos vorspielt von Patienten, die eine tiefen
mit einer tiefen Hirnstimulationstherapie haben und die erfolgreich mit tiefer Hirnstimulation stimuliert werden, sind extrem zurückhaltend, einfach deshalb, weil es eine invasive Therapie ist. Die haben, viele sagen, egal wie schlecht mir es geht, ich werde mein Hirn aufbohren lassen. Und das ist eine Sache, die man akzeptieren muss, und auch die Akzeptanz oder auch das Wachstum dieses tiefen Hirnstimulationsmarkts ist schon, denke ich, auch für die beteiligten Firmen, großen Firmen, vielleicht auch enttäuschend oder nicht überraschend, insofern, dass es halt hinter den Erwartungen zurückbleibt. Das ist halt diese psychologische Komponente auf Seiten der Patienten, die sicherlich auch berechtigt hier reserviert sein können. Und auch viele Neurologen mögen diese Therapie nicht. Jetzt weiß man in der Zwischenzeit schon viel mehr über die tiefe Hirnstimulation. Sie ist schon segensbringend, aber sie hat eben auch ihre Limitationen. Manche Symptome werden nicht gut damit behandelt. Sie kann auch Nebenwirkungen haben. Und es gibt halt auch Neurologen, die sie nicht so schätzen. Und egal auch, wenn man das von diesen psychologischen Ressentiments sozusagen absehen möchte, es ist eine elitäre Therapie. Die wird nie alle Patienten erreichen können. Sie erfordert hervorragend ausgebildete Neurochirurgen, also im Bereich funktioneller Neurochirurgie, hervorragend ausgebildete Neurochirurgen. Ich weiß, wie gut das hier gemacht wird in unserem Department, wie akkurat und super routiniert und mit welcher Präzision. Das ist wirklich beeindruckend. Aber dennoch kann man dann halt einfach auch nicht 100.000 im Jahr oder so operieren. Das geht einfach nicht. Und die Vorstellung, auf eine wesentlich nicht invasivere Weise was dasselbe zu erreichen, ist was mich sehr antreibt. Und ich hatte, da gibt es halt so verschiedene, zwei wesentliche, sagen wir mal, Ingredients, Bestandteile, Ingredienzien, danke, sorry. Das eine war halt, dass wir können, also von der Computational-Seite, von der Modellierung und Theorie, wir haben mehrere Arbeiten gemacht, in denen wir gezeigt haben, wir könnten das auch nicht invasiv machen. Mit anderen Worten, es ist nicht notwendig, dass wir zum Beispiel direkt ein Axon stimulieren, also das jeweilige Neuron, das übermäßig synchron feuert, müssen wir nicht direkt stimulieren. Wir müssen es nicht in seinem Zellkern, im Hauptbereich zum Beispiel, am Zellkörper, also im Zellkörper stimulieren und auch nicht an seinen Kabeln sozusagen, sondern wir können das auch fortgeleitet machen, dass wir das halt, dass wir ein anderes Neuron stimulieren, und das sendet die Impulse dann über diese Synapsen an die nachfolgenden Neuronen. Das war ein Punkt. Und rhythmisch aktive Neuronen zu resetten, also ihren Rhythmus neu zu starten, sodass sie nach einem Reiz immer wieder in der gleichen Weise neu starten. Das ist was, das wusste man schon aus den 80er Jahren experimentell, dass sowas erzielt werden kann mit sehr verschiedenen Reizen, elektrischen Reizen, die in verschiedenen Bereichen der Neuronen appliziert werden können, thermischen Reizen, optischen Reizen, all möglichen Reizen. Und also das war eine Element, und das andere Element waren halt wirklich die tollen Arbeiten von Lenz und seiner Arbeitsgruppe. Lenz ist ein Neurochirurg hier in den USA, und die haben aber eher in dem Kontext der funktionellen sozusagen Kartografierung von Kerngebieten Ableitungen, intraoperative Ableitungen gemacht bei Patienten, bei Parkinson-Patienten, Patienten mit essentiellen Tremor, mit Dystonie, mit chronischen Stroke, also Schlaganfällen. Und dort hat man halt gesehen, dass ein ganz bestimmtes thalamisches Kerngebiet, also das Main Hub, also die Relaisstation ist für alle Impulse, die zum Beispiel von der Haut kommen, von der Eigenwahrnehmung, Propriozeption kommen, dass diese Neuronen, dass ein relevanter Prozentsatz dieser Neuronen in Rhythmus, also getaktet im Rhythmus zur peripheren Vibration, die auf die Haut appliziert wird, getaktet, rhythmisch aktiv entlädt.
Und das war sehr, sehr wichtig, weil das wieder derselbe Kernpunkt von diesem Coordinated Reset Ansatz ist. Wir wollen nichts unterdrücken oder wir wollen auch nicht die Frequenz in alle Höhen treiben, sondern was wir nur machen wollen, ist, wir wollen es einfach zeitlich takten. Also wir wollen die Entladungsmuster, die krankhaft synchron dadurch auseinanderbringen, dass wir sagen, okay, ein Teil soll jetzt, ein Teil dann und wieder ein anderer Teil zum anderen Zeitpunkt entladen. Und das kann man halt mit so einer Präzision machen. Und der Vorteil ist halt der, und man kann natürlich sagen, naja, wenn man da auf der Haut vibriert, ist man schon weit weg vom Hirn. Kann ja noch alles Mögliche schiefgehen sozusagen. Nur ein Vorteil ist halt der, die Anatomie ist sehr wohl definiert und beim Parkinson-Patienten sehr gut auch erhalten. Das ist nicht eine Situation wie beim Schlaganfall-Patienten, wo halt Teile des Hirns wirklich lädiert sind. Und wir wissen dann schon auch genau, wo im Thalamus und wo im Cortex. Und man weiß immer mehr, wie wichtig der Cortex auch ist, gerade für den Parkinson. Und für die Langzeiteffekte, also wie plastische Mechanismen im Cortex, wie wichtig die sind für Langzeit-Outcome bei Langzeitverlauf von Parkinson-Patienten. Und das ist halt eine sehr positive Situation, insbesondere im Vergleich zum Beispiel zur tiefen Handstimulation, bei der man halt eine Limitation hat. Natürlich sagt der Neurochirurg zum Teil auch sehr, sehr berechtigt, ja, wir stimulieren so ein kleines Kerngebiet, wir haben ganz feine Nadeln, aber nichtsdestotrotz, dieses kleine Kerngebiet tut einem halt nicht den Gefallen, homogen zu sein. Das sind halt Nervenzellen, das sind Fasern. Und das sind nicht nur Strukturen, die man gerne stimulieren würde, sondern es sind halt auch Strukturen dabei, die man tunlichst in Ruhe lassen sollte. Und das kann man halt praktisch nicht vermeiden. Das ist das große Problem dabei. Das hat Jerry Vitek, da gibt es Arbeiten von Jerry Vitek und seiner Arbeitsgruppe, die es sehr schön gezeigt haben. Es gibt halt Nebenwirkungen, wenn das jetzt im Kerngebiet ist. Dadurch, die dann dadurch entstehen, dass man halt benachbarte Gebiete stimuliert. Es gibt aber einfach auch Nebenwirkungen, die sind dadurch bedingt, dass man halt Fasern, die durch das eigentliche Kerngebiet ziehen, stimuliert. Und das kann man schwer vermeiden. Ja. Und deshalb war ja mein Ansatz, auch möglichst wenig Stimulationsstrom zu verwenden. Nochmal von der anatomischen Vorstellung. Nun hatten wir ja beim Konzept, das bisher beschrieben wurde, ja diese hypersynchronen Netzwerke und die überstabilen ja im Bereich der Basalkerne. Nun hast du beschrieben, dass also diese taktile Stimulation ja über diesen Hauptumschaltkern im Thalamus ja dann ja primär anatomisch dann natürlich zum Primärfeld somatosensorisch zum Cortex. Der zwar auch natürlich beim Parkinson pathologisch verändert ist, aber wo in diesem Konzept, also ist sozusagen dieser Stimulus, den ihr setzt, da wären jetzt zwei Fragen für mich interessant. Die erste, zielt ihr bei der Stimulation jetzt primär auf den Cortex, der zwar auch beim Parkinson-Patienten ja zum Beispiel diese starke Beta-Bandbildung oder ähnliches auch verändert ist, oder ist ein Konzept oder eine Idee da, dass dieser Eintritt der Impulse in den Thalamus dann zum Cortex auch einen Weg in die Basalkerne findet und dort dann die Netzwerke auch erreicht? Also ist das auch denkbar? Ja. Also ich denke, es hat zwei Elemente, es gibt natürlich die klare Verbindung vom Cortex runter in die Basalganglien. Was wir auch wissen von computational Arbeiten, also Modellierung und Simulation, einerseits von Tierversuchen, aber auch von Studien in Menschen, ist, dass desynchronisierende Effekte sich ausbreiten von einer Hirnregion zur anderen. Das ist ein bisschen wie bei Synchronisation, wie beim Kindling, bei Epilepsie, wenn irgendwo was irgendwie synchron ist, nach einiger Zeit ist ein eng verbundenes Gebiet dann auch synchron. Man hat es dann auch gelernt und kann es auch nicht mehr verlernen. Und der gegensätzliche Prozess ist halt dann gegeben durch die Ausbreitung von Desynchronisation, die halt auch zur Verlernung von Synchronisationsphänomenen führen kann. Das ist das eine. Das andere ist halt, ich glaube aber trotz allem, dass man
Es gibt immer mehr wirklich gute Studien dazu, dass man die Rolle des Kortex im Bereich, also für den Parkinson nicht unterschätzen sollte. Parkinson an sich ist eine Multisystemerkrankung. Ein Teil davon sind halt die motorischen Phänomene, aber und dann gibt es natürlich noch nicht motorische Phänomene. Und man weiß viel, also zum Beispiel darüber, dass halt, wenn man an das visuelle System denkt, dass zum Beispiel Latenzen bei visuellen Reizen zunehmen und korrelieren mit den Symptomen der Parkinson'schen Erkrankung und so weiter. Aber bleiben wir trotzdem nochmal bei diesem motorischen Bereich und die Frage der Relevanz des Kortex. Bas Blom in den Niederlanden und seine Abteilung haben sehr, sehr schöne Arbeiten gemacht und sind auch weiterhin dabei, die zeigen, wie unendlich wichtig Maladaption bzw. Adaption beim Langzeitverlauf von Parkinson-Patienten ist. Also es ist halt einfach so, dass Hirnareale jenseits des eigentlichen sensomotorischen Kortex zum Teil die Funktionen übernehmen. Das ist jetzt einfach eine Interpretation, also sie werden mehr aktiv gemäß, mehr funktioneller Kernspintomographie und die Verbindungen werden auch stärker. Und das sieht so aus, dass einfach andere Teile des Kortex aktiv werden in Patienten, die einen besseren Langzeitverlauf haben. Denn in denen, die keinen günstigen, den ungünstigen, also eine schnelle Verschlechterung haben, das halt nicht stattfindet. Ich glaube, wir unterschätzen noch die Bedeutung des Kortex bei dieser Erkrankung. Das ist das eine und das andere ist halt auch bedingt durch Ableitetechniken. Das bessert sich jetzt aber auch, also beim Menschen. Ich denke auch beim Tier wird es besser. Ist halt diese Community, diese Gemeinschaft, die sich halt sehr stark mit dem Basalgang beschäftigt, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu sehr fixiert auf die Basalganglien. Und die ganze Modellierung ist auch noch sehr dürftig. Also die mathematische Modellierung Cortex ist noch sehr dürftig, weil Cortex einfach super kompliziert ist. Viel komplizierter von der Modellierung als die Tiefe, die Basalganglien zum Beispiel oder Thalamus. Und manchmal ist Cortex halt dann nur, das ist nur eine Gruppe an Poisson-Prozessen. Also es ist nichts im Vergleich zur biologischen Realität, hilft natürlich schon ein bisschen, aber auch da ist man noch in den Anfängen. Aber ich denke, Cortex ist extrem relevant, auch für die Parkinson'sche Erkrankung. Also also in der Vorstellung dann, dass ja natürlich auch die Basalkernveränderung ja natürlich dann auch sich dem Kortex mitteilt. Und Ja. dann ist ja der Kortex, wenn man so möchte, dann ein Folgeschlachtfeld der Ja. Basalkernverschiebung. Ja. Und so, dass dann die Annahme, also jetzt momentan ist, dass dann auch diese über die taktilen Stimuli, über die Thalamuskerne der Kortex erreicht wird, dort eine Modulation stattfindet. Und sozusagen in diesem Moment dann aber in der Theoriebildung momentan oder in der Modellbildung die Basalkerne im Moment gar nicht im Fokus stehen dann, sondern tatsächlich dann der Weg sozusagen, oder kann es sein, Oh, dass da schon quasi beides, über die beides, nee, sensiblen, beides. beides, okay, verstehe, Ja, beides, beides, dass dann doch, doch, eventuell über die beides. sensiblen Felder auch oder über die motorischen ja beide dann von dort dann nochmal der Connect Ja, zu den Basalganglien ja. Ja, steht, weil der ist ja anatomisch sehr ausgeprägt, ne? Also nicht ja. Ja, weniger vom Thalamus rüber, sondern mehr über die Schleife dann eben vom ja. Kortex dann zu dem Basalgang. Ja. Ja, spannend. Okay. Und diese Stimuli, nun war es ja so, dass bei den Reizen, die ihr gesetzt habt im alten Modell mit der tiefen Hirnstimulation, die ihr auch eingefügt habt, waren es ja drei Frequenzen, mit denen ihr gestört habt. Habe ich das Ja, richtig? es war, ich meine, es war eine zugrunde liegende Frequenz, also man hatte eine Periode und es war also eine Frequenz, aber man hat über drei verschiedene Stellen appliziert Verstehe. und man hat dann jede Periode, wenn man zum Beispiel über drei Orte stimuliert, ein Drittel geteilt und bei jedem Drittel wird halt ein Reiz appliziert und typischerweise wird aber die Sequenz, das zum Beispiel Ort 1, 2, 3, diese wird geschaffelt, also wird variiert von Reizperiode zu Reizperiode, 4, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2 und so weiter. Und es muss aber nicht drei sein, es kann auch vier sein. Wir haben einiges an
theoretischen Arbeiten dazu gemacht. Es ist sicherlich besser, als nur zwei zu nehmen, aber man muss jetzt, es gibt keine wirklich relevanten Vorteile, sehr viele Kontakte zu nehmen. Das kann auch Nachteile haben. Verstehe. Und wenn ihr jetzt aber über den Handschuh stimuliert, ist dann trotzdem auch dort eine ähnliche, sagen wir mal, Störfrequenzbildung möglich? Weil es sicherlich Ja, ich meine, was wir sehen, ist Folgendes. Also in der Anfangszeit war es halt so, der Coordinated Reset initial, noch bevor es Plastizität gab, lebte von der Vorstellung, und so war das die erste Arbeit, die ich da geschrieben habe, die verkörpert das, war halt Folgendes. Wir machen ein Entrainment, also wir von unterschiedlichen Subpopulationen, also wenn es die gesamte Population ist, haben wir verschiedene Subpopulationen. Und wir brauchen dann am wenigsten Energie und am wenigsten Reizstärke, wenn wir wirklich diese unterschiedlichen Subpopulationen selektiv entrainen, aber so, dass sie außer Takt sind. Und dieses Entrainment geht mit der geringsten Stärke und braucht die geringste Stärke, wenn man die mit einer Frequenz entrainnt, die halt sehr nahe, also stimuliert, die sehr nahe an der eigentlichen krankhaften Frequenz ist. Und deshalb war anfangs auch die Vorstellung, die möglichst, also die Stimulationsfrequenz, die Frequenz, mit der man diese Sequenzen entladet, anzupassen an die krankhafte, zum Beispiel typischerweise Tremorfrequenz. Was wir inzwischen gelernt haben, ist, dass, also von der Theorie her gelernt haben, ist, es geht hier auch ganz wesentlich darum, um Parameter und Zeitskalen von Synapsen. Und deshalb muss nicht unbedingt nur die Frequenz, die Entladungsfrequenz das Entscheidende sein. Häufig können wir einfach experimentell hervorragende Effekte erzielen mit relativ niederfrequenter Stimulation. Das war damals bei unseren Patienten so, mit den ausgeleiteten Patienten damals in Köln und Jülich. Da hatten wir meistens um die 4-5 Hertz stimuliert und trotzdem wunderschön die Beta-Band-Aktivität im Bereich 15 bis 30 Hertz desynchronisiert. Bei der Fingerspitzenstimulation, der vibratorischen Stimulation ist es so, dass wir mit umgerechnet 1,5 Hertz stimulieren, also eine Delta-Frequenzbereich. Das heißt, hier ist der eigentliche Rhythmus, der diese Sequenzen, dem die Sequenzen appliziert werden, über diese vier verschiedenen Finger, ist relativ langsam. Wenn wir zu höheren Frequenzen gehen würden, ist das bei Gesunden so, dass sie das entweder anregt, noch halbwegs positiven Sinne, oder als übermäßig stimulierend empfunden wird, also wenn man zu viel Koffein trinkt, zu sich nimmt. Und allein deshalb würde sich das verbieten. Aber was wir halt auch gesehen haben, ist, es ist nicht so nur so entscheidend, oder uns, was uns nicht primär, also worauf wir nicht primär abzielen, ist nicht der größte, stärkste Akuteffekt im Sinne einer Unterdrückung von Synchronisation, also Desynchronisation letztlich, sondern ein möglichst starker und robuster Langzeiteffekt. Und dazu müssen wir halt die Synapsen, die synaptischen Gewichte, die synaptischen Verbindungen runterregeln. Und da hat sich bis jetzt immer gezeigt, dass niederfrequente Stimulation sehr günstig ist. Okay. Und anatomisch jetzt geht man da tatsächlich dann vor allem über die Pacini-Rezeptoren, die ja eigentlich die Hauptvibrationsrezeptoren der Haut sind? Oder werden da noch weitere Rezeptoren noch mechanisch mitgereizt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, wir nehmen eine Vibrationsfrequenz von zum Beispiel 250 Hertz. Das ist eine Frequenz, auf die Pacini oder mit ihren Fast Adapting Type 2, FA2 Mechanorezeptoren, auf die am besten oder sehr gut ansprechen. Es ist ein bisschen seltsam, weil in dem Gebiet so der Glaube besteht, 250 Hertz ist so eine sehr optimale Frequenz.
wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, all die Artikel durchzulesen, wird man sehen, dass wirklich brillante und sauber gemachte Artikel immer wieder diese 250 Hertz zitieren. Wenn man dann in die Arbeiten schaut, was in den Zitaten, also in den zitierten Arbeiten gemacht wird, ist es ganz überraschend, weil da gar nicht 250 Hertz ausprobiert wurde. Das geht letztlich zurück auf eine Arbeit von Märzenich, die in einer anderen Arbeit, also im Affen, die in einer anderen, bei der in einer anderen Arbeit gezeigt wurde oder herausgerechnet wurde, dass halt gerade diese FA2, diese Pacini, am besten auf 250 Hertz ansprechen. Es gibt aber auch andere Arbeiten am Menschen, bei denen man diese spezielle Rolle von 250 Hertz selbst bei Mikroableitungen von den Nervenfasern, die von diesen Mechanorezeptoren ableiten, nicht so verifizieren kann. Das ist ein größerer Bereich oder das sind auch manchmal optimale Frequenzen, die woanders liegen oder auch die Variabilität zwischen verschiedenen Mechanorezeptoren ist da auch gegeben. Es gibt eine sehr schöne Arbeit bei Kindern und eine noch schöner einfach, das ist, weil sie dann über 900 Gesunden durchgeführt wurde, die zeigen, dass man die geringsten Vibrationsquellen, zum Beispiel im Bereich, also von deutlich unter 250 Hertz, nämlich sowas wie 120 Hertz. Und das kann aber auch daher rühren, dass man halt letztlich nie nur diese Pacini reizt. Man reizt schon auch noch die FA1, also diese First Adapting Type 1 Mechanoreceptors, und die halt in einem Bereich so von 3 bis 55 oder bis 100, je nachdem, welche Kriterien man anlegt, gereizt werden, aber sehr wohl auch noch von Frequenzen oberhalb von 100 Hertz. Und das Entscheidende ist halt einfach, ist die Anzahl der, oder es ist wieder die Anatomie ein Stück weit. Das eine ist halt so, wir haben recht viele Pacini-Rezeptoren insgesamt in der Hand, aber natürlich auch in den Fingern. Und wir haben dann aber nochmal sehr viel, ganz besonders viel FA1-Rezeptoren in den Fingerspitzen. 90% der FA1-Rezeptoren der Hand sind in den Fingerspitzen. Und somit ist es halt ein strategisch guter Ort, um zu beginnen. Ob das für alle Zeiten der einzige Eintrittsort für die Therapie ist, ist eine andere Frage. Aber am Anfang möchte man halt immer sicherstellen, dass man nicht an Dosierungseffekten scheitert. Also mit anderen Worten, das Ziel war, von der Anatomie her, einen Ort, strategisch günstigen Ort zu finden oder auszusuchen, bei dem man halt möglichst großes Hirnareal stimuliert. Die Fingerspitzen sind mickrig klein von der Hautoberfläche und vielleicht zum Restkörper, aber das Hirnvolumen, das stimuliert wird, ist ziemlich groß. Ja. Und das ist halt der Punkt. In einem vernünftig großen Hirnvolumen zu desynchronisieren und dann darauf zu bauen. Und das war die Hypothese, war die zugrundeliegende Hypothese, dass halt diese Effekte propagieren in den jeweiligen Schleifen. Das war der Startpunkt. Ja. Also das heißt jetzt, der aktuelle Stand wäre dann, dass ihr nun also Parkinson-Patienten genommen habt. Habt sie mit diesem Handschuh, bekamen sie zweimal am Tag zwei Stunden die Stimuli gesetzt, diese Reize, Störreize, nennen wir es mal so, gesetzt. Und das sozusagen eigentlich schon der eigentliche Haupttherapiemaßnahme war. Und nun in der Entwicklung dann, in der Folgeentwicklung dann, sich eine Symptomreduktion bzw. eine Verbesserung der Motorik zeigte und die Möglichkeit auch die Medikation zu senken. Das ist so, habe ich das richtig zusammengefasst, so der Haupteffekt, der nach jetzigem Stand steht? Ja, was wir am Anfang natürlich gemacht haben, es ist eine Therapie, die im Bereich des sensorischen Systems ihre Eintrittspforte hat. Man weiß, dass Parkinson-Patienten sensorische Defizite haben. Wir haben auch Defizite bei der sensomotorischen Integration, also des Abgleichs von motorischen Kommandos mit sensorischem Input.
Nichtsdestotrotz haben wir uns fokussiert am Anfang zu sagen, okay, wir nehmen die sensorische Eintrittspforte und wir erhoffen uns Ergebnisse im Bereich der Motorik. Und deshalb haben wir uns natürlich auf die Motorik konzentriert und haben den Patienten aber auch gesagt, dass sie, also es gab keinerlei Instruktionen, zum Beispiel die Medikation zu verringern. Mhm. Das kam bei praktisch allen, bei den meisten, allermeisten Patienten von sich aus, einfach wegen der Nebenwirkung. Medikation kann relevante, sehr unangenehme, Parkinson-Medikation sehr unangenehme Nebenwirkungen haben. Wir hatten zum Beispiel mal eine Chirurgin als Patientin, Ex-Chirurgin, die nicht mehr wegen Parkinson nicht mehr arbeiten konnte. Brillante Frau, super freundlich, intellektuell wirklich super. Und die hat mir halt erzählt, dass sie jede Nacht so ab 1, 2 mal für so 1, 2 Stunden Dessous shoppen muss. Und für mehrere tausend im Monat. Und das war halt ein Nebeneffekt der Nebenwirkung der Dopa-Agonisten. Und nach 3 Tagen dieser Glove und dieser Handschuhbehandlung konnte sie die Medikation absetzen und hatte seitdem auch nicht mehr. Und also das war der eine Punkt. Es gibt nur einen Aspekt, wo es wichtig ist, wo die Reduktion der Medikation wichtig ist. Und zwar, die Parkinson-Medikation kann levodopa-induzierte Dyskinesien auslösen. Also sie kann überschießende Bewegungen hervorrufen. Und das ist dann auch typischerweise nicht so einfach zu behandeln. Und was wir gemerkt haben, ist halt, dass, was wir beobachtet haben, ist, dass diese Handschuhbehandlung ein Stück weit das Dopamin ersetzt. Und wenn ein Patient aber ein Dopamin gut verträgt, macht es nichts. Mhm. Wenn ein Patient aber Nebenwirkungen hat, dann ist es sehr hilfreich. Und die dritte Kategorie sogar sozusagen sind die Patienten mit den levodopa-induzierten Dyskinesien. Da ist es halt so, wenn wir mit der momentanen Dosis, wenn wir die momentane Dosis gleich belasten und gleich mit viel an Handschuhbehandlung, also tägliche Dosis, zum Beispiel insgesamt 4 Stunden reingehen, dann wachsen, dann steigen diese Dyskinesien an. Mhm. Mhm. Und was bei den Patienten dann zu machen ist, ist, dass man einerseits die Tagesdosis reduzieren sollte von vornherein, also mit 2 Stunden am Tag anfangen kann. Das erlaubt dem Patienten dann innerhalb der ersten wenigen Wochen die Medikamente zu reduzieren. Das ist natürlich noch was wir, also wirklich, um da ein klares Rezept ein klares Vorgehensweise empfehlen zu können, noch in großen Studien verifizieren und ausarbeiten müssen. Aber das ist unsere Erfahrung in den ersten Patienten, in den Pilotstudien. Und die Patienten haben bei uns bis jetzt alle sehr gut drauf angesprochen, aber das ist das Entscheidende. Also die Handschuhbehandlung hat scheint die Dopaminproduktion oder die Dopamingabe ein Stück weit zu ersetzen, was für uns halt sehr überraschend war. Waren 2 Aspekte. Es gab einen überraschenden und einen bestätigenden, aber auch extrem positiven Aspekt. Und der überraschende waren halt die Effekte auf die nicht-motorischen Symptome. Mhm. Und der sehr positive, bestätigende Effekt war halt, dass Patienten, die in den Off-Medication Exams, also die nach guter und gründlicher Medikamenten gründlichen Medikamentenentzug untersucht wurden, dass die sich über die Zeit deutlich verbessert haben. Was man von vielen Studien weiß, ist, dass Parkinson, das ist ja eine fortschreitend degenerative Erkrankung, dass Patienten, wenn man ihnen die Medikation entzieht und sie untersucht, also mit dem klassischen MDS-UPDRS, also so ein Teil 3, das ist so ein klassischer Score, der halt alle Bewegungen von Kopf bis Fußspitze erfasst und Tremor erfasst und Steifigkeit und Sprache und so weiter. Wenn man das sich anschaut über die Zeit, dann wachsen diese Scores immer an. Das heißt, die Patienten werden schlechter über die Zeit. Also je nach Subpopulation der Parkinson-Patienten sind es unterschiedliche Steigungen. Also zum Beispiel 5 Punkte im Jahr oder so dergleichen. Und was wir halt gesehen haben bei unseren Patienten, ist, dass die über die Zeit massiv besser werden. Also die haben Effektgrößen von
DWS entsprechen. Das ist alles, muss alles noch in kontrollierten Studien ausgearbeitet werden, um nachher als wichtig winterfester Claim zu bestehen. Aber was wir halt gesehen haben in den Pilotstudien, sind so 50% Verbesserung auf Medication nach so 6 bis 9 Monaten. Und das ist schon substanziell. Und da fragt man sich natürlich, woher kommt das? Mhm. Ist das ein reiner plastischer Umbau? Oder, was auch manche Kollegen von mir meinen, könnte es auch sein, dass halt auch die Degeneration beeinflusst wird. Das ist was, was uns sehr antreibt. Es gibt Arbeiten, zum Beispiel in Würzburg wurde gezeigt an Ratten mit so einem Disease Model, also Krankheitsmodell, bei dem man ein Tiermodell nimmt, das, bei dem die Tiere chronisch schlechter werden, die Degeneration voranschreitet. Und da hat man halt gesehen, die haben alle ihre Vorteile, diese Tiermodelle, alle auch ihre Berechtigung der Relevanz in der Übertragbarkeit auf den Menschen, auch alle das eine oder andere kleine Fragezeichen. Und da hat man halt gesehen, dass wenn man in einem sehr, sehr frühen Stadium, das wäre bei Menschen nie möglich, wäre nie tolerabel, es wäre nie vertretbar vom operativen Risiko. Wenn man in einem sehr, sehr frühen Stadium bei diesem Ratten Standard Tiefhirnstimulation durchführt, dann stoppt man kann zum Teil sogar auch diese Degeneration, dann stoppt man die Degeneration oder kann sich sogar ein Stück weit umkehren. Und das ist das Faszinierende, das ist eigentlich mein Hauptziel, das auch von der Modellierung in den nächsten Jahren besser zu verstehen. Was man halt weiß, ist, es gibt einen Effekt, es gibt so einen Teufelskreis, einen metabolischen Teufelskreis, wenn Neuronen zu stark aktiv sind und übermäßig synchron zu stark aktiv sind, können sie halt sterben. Und das Ziel wäre halt hier, diese Neuronen schlicht zu retten. Und auch diese Textbook, diese lehrbuchartige Schwarz-Weiß-Sicht, die Neuronen sind entweder leben und machen genau so viel Dopamin, wie wir es wollen, oder sind tot. Das ist ein bisschen zu simplifizieren. Es gibt halt auch noch Zustände dazwischen. Das wurde auch zwischen tierexperimentell gezeigt. In diesen Zwischenzuständen machen Neuronen das, dass sie halt kein Dopamin mehr produzieren. Sie sind sehr wohl noch, sie leben sehr wohl und sie stören sehr, weil sie halt entzündungsevozierende Stoffe synthetisieren. Und ich denke, dass in dem Bereich, wo einfach noch genug an Neuronen da ist, wenn man diesen Neuronen hilft, zu überleben und was Vernünftigeres zu machen, als sie im Moment machen, nämlich Entzündung zu schaffen, dass das Patienten erheblich helfen kann und auch den Krankheitsverlauf erheblich helfen kann. Also das ist eigentlich diese wirklich fundamentale Restauration, ist das, was mich ganz besonders fasziniert. Und es hat halt auch mit dem anderen Aspekt zu tun, den ich vorhin noch erwähnt habe, nämlich der Tatsache, sehr völlig überraschend, einfach auch nicht Verbesserungen von nicht-motorischen Symptomen gesehen haben, zum Beispiel Geruchsverbesserungen. Einer unserer ersten Patienten hat schon gemeint, dass er nichts mehr riechen konnte. Er konnte für die Familie nicht mehr kochen. Er liebte es am Wochenende zu kochen und dann hat das alles fürchterlich geschmeckt. Er hat Salz nicht mehr geschmackisch wahrnehmen können und so weiter. Und auch sonstige Geschmack und Gerüche nicht wahrnehmen können. Und dann nach 2 Wochen mit der Glavbehandlung konnte er wieder kochen. Aber das könnte ja hypothetisch jetzt gesprochen. Wir wissen ja, dass der Bulbus olfactorius ja ein Leben lang eine Neurogenese, also Zellneubildung aufweist, die aber im Parkinson dann sistiert, also dann eben nicht mehr vorhanden ist. Könnte es theoretisch sein, dass durch die Therapie eventuell dann dort tatsächlich auch eine eventuelle Neurogenese angestoßen wurde? Ich kann da nur spekulieren und ich kann da keine Claims machen, was da wirklich stattfindet. Was wir jetzt machen, in Kürze beginnen werden, ist auch eine Studie an Early-Stage-Patienten, also Frühstadiumspatienten. Patienten, die typischerweise auch nur mal Dopamin nehmen, die gerade frisch diagnostiziert wurden. Und um zu sehen, wie diese Zustände, wie andere Symptome, nicht motorische Symptome, sich verändern. Und denn der Punkt ist halt der, mein Ziel wäre, dem Patienten möglichst früh eine Therapie zu geben, bei der sie auch nicht unbedingt 4 Stunden mit entsprechender Optimierung, halt weniger pro Tag in den ersten Wochen
wenigen Monaten, am Schluss vielleicht nur noch, wie das bei unseren Patienten sind, die wir Langzeit verfolgen, nur noch so 1 bis 3 Mal in der Woche mal 2 Stunden brauchen, um halt den Symptom oder den Krankheitsverlauf insgesamt günstig, möglichst günstig zu beeinflussen. Mhm. Und dazu machen wir halt eine klinisch sehr saubere Untersuchung einerseits des Geruchssystems und nehmen da auch gute Tests. Und also wir hatten zum Beispiel mal einen Patienten, der war immer regelmäßig in der Parkinson-Klinik, hat dann einen Pennsylvania Smell-Test, diesen Geruchstest gemacht, wo man ein bisschen mehr als 40 verschiedene Gerüche hat. Die hört man halt mal so Proben, darum muss man schnüffeln und dann macht man so einen Multiple-Choice-Test, dann hat er einfach nur noch Woodfire, also so Wald oder Wild, also so Brandgeruch wahrgenommen. Und nach 3 Monaten mit der Glavtherapie hat er wieder alle Gerüche detektieren können. Mhm. Und das sind schon große Effekte. Das, und das ist natürlich ziemlich faszinierend. Und ich glaube insgesamt, dass wir nach wie vor, und das ist auch ein Problem in der Medizin insgesamt, dass manches dieses Lehrbuchwissens zu viel zu statisch ist. Das sind halt auch sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Wenn wir davon ausgehen, dass irgendwas irreversibel ist, dann sollen wir halt nicht versuchen, es wieder umzukehren zum Positiven. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich da manchmal frei macht von Dogmen. Ich denke schon, dass man auch bei Degeneration einiges machen kann, allein dadurch, dass man bestimmte Aktivierungszustände schafft, die dann wiederum plastische Veränderungen hervorrufen, die dann auch dauerhaft bewirken, dass Aktivitätsmuster sich verändert haben, auch mit den entsprechenden positiven metabolischen Konsequenzen. Momentan sind jetzt diese Handschuhe nur in der Forschung in der Anwendung oder wie ist da die Perspektive? Wir haben ein neues Handschuhsystem entwickelt, das halt auch noch weiter verbesserte Stimulationsmuster und auch der einzelne Reiz, da gibt's auch eine ganz wesentliche Neuerung, die, denke ich, nochmal deutlich besser sein wird, ermöglicht. Und wir haben jetzt schon angefangen und werden in größerem Stil im Januar anfangen, mit Pilotstudien, dann circa 2 Monate nach mit einer kontrollierten Studie, um auch einfach zu zeigen, dass es sich nicht um Placebo-Effekte handelt, aber Placebo-Effekte glauben nicht, dass das Placebo-Effekte sind. Erstens mal, weil Placebo-Effekte, da gibt es auch gute Studien zu, sind sehr variabel im Laufe der Zeit. Die haben keine sehr homogene zeitliche Struktur. Und wir haben, dass man zum Beispiel sieht, dass unsere Patienten sich dauerhaft verbessert, dass seine Scores, also die Beschwerdescores einfach dauerhaft abnehmen. Das ist nicht typisch für einen Placebo-Effekt. Tremor spricht eigentlich nicht so sehr gut auf Placebo an. Und wir haben bei all unseren Patienten, bei all diesen Studien immer signifikante Tremor-Scores gehabt, also signifikante Abnahme des Tremors gehabt. Auch, glaube ich, spricht nicht dafür, dass die Patienten einfach damals noch gar nicht wirklich informiert waren. Es gab auch noch nichts in den Medien über die Therapie und trotzdem alle sehr ähnliche Verbesserungen geschildert haben. Die kannten sich nicht, die waren von unterschiedlichen Bereichen der USA. Und dass auch dann unterschiedliche Patienten sehr obendrein noch sehr ähnliche Verbesserungen im Bereich nicht motorische Effekte erzählt haben, macht es dann auch noch irgendwie unwahrscheinlich. Oder Sachen, die wir selber gar nicht erwartet hatten und denen wir auch gar nicht hätten quasi placebo-mäßig aufschwätzen wollen, müssen wir sozusagen. Trotzdem wollen wir das auf jeden Fall sehr, sehr gut und sorgsam und winterfest zeigen. Und sobald wir dann, und wir wollen natürlich auch dabei viel lernen, wir wollen dann auch lernen, wie dann auch eine Placebo-Stimulation aussieht, Sham-Stimulation aussieht. Bei all solchen Sachen kann man Fehler machen. Es geht nicht nur darum, dass man eine gute Therapie hat. Man muss halt auch genauso gute Studien machen, damit die dann auch nachher die Studien einfach belegen, wie gut die Therapie ist. Denn egal wie wichtig die evidenzbasierte Medizin ist, die evidenzbasierte Medizin ist halt schon auch speziell insofern, als wenn man es auch mit anderen Wissenschaftsbereichen vergleicht, da variiert man Dinge, man sehen, was sind gewisse Charakteristika, das heißt bei Ingenieuren, das heißt in der Physik, in der Mathe, möchte man Veränderungen verstehen. In der evidenzbasierten Medizin
fokussiert sich das häufig halt auf eine sehr binäre Fragestellung. Ist irgendetwas statistisch gesehen besser als etwas anderes? Mhm. Häufig kann man daraus keinerlei Kausalität oder dergleichen ableiten, aber man muss es machen. Es hat sein Gutes, aber es kommt auch mit dem Preis. Und der Preis ist die Limitation. Es ist sehr anders als manches andere Arbeiten in der Wissenschaft. Und sobald wir da dann auch entsprechende sehr gute Signale sehen und auch sehen, dass wir die Studie gut durchführen, also anhand einer Zwischenauswertung, dann wird auch der Rest mit entsprechend sehr, sehr großen Investment starten, nämlich dass man dann auch die ganze FDA-Zulassung auch mit einer anderen Studie vorbereitet und startet. Und das wird das nächste Jahr, denke ich, sehr spannend, sehr schön. Also das heißt, wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass diese Studien sich bestätigen und auch weiter in dieser positiven Art sich fortsetzen lassen, dann dürfen wir hoffen, dass dann diese Therapieform auch dann tatsächlich auch irgendwann nach Europa, also erstmal in der USA oder in den USA zunächst einmal dann wahrscheinlich Fuß fassen muss, aber auch dann irgendwann auch nach Europa kommen wird, weil das sind die Fragen, ja, die ich in meinen Seminaren und Vorträgen dann natürlich immer höre, wenn ich deine Konzepte vorstelle. Ja, ja klar. Nein, wir haben auch, wir bereiten es alles schon vor. So. Und wir haben einen sehr, sehr guten, extrem guten, wirklich erstklassigen Studienpartner in Europa und wollen auch die FDA-Zulassungsstudien nicht als auf die USA beschränken, sondern auch Europa gleich mit einschließen und dann natürlich eine CE-Studie, eine CE-Zulassung bekommen. Spannend. Vielleicht, wenn ich noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück machen darf. Diese Konzepte, dieses pathophysiologische Modell, dass wir also Netzwerke haben im Gehirn, die sich unter bestimmten Umständen pathologisch koppeln und diese hypersynchronen Muster bilden. Nun habt ihr ja das nicht nur beim Parkinson als Modell konzipiert, sondern zum Beispiel auch bei anderen Störungsbildern, die jetzt pathophysiologischer ganz woanders zu verorten sind, zum Beispiel beim Tinnitus. Noch dort wurden ja solche Muster festgestellt. Kann man sagen, oder ist es zu mutig, wenn man sagt, diese Form von hypersynchroner Musterbildung ist nicht auf eine Pathophysiologie begrenzt, sondern könnte eine Art Reaktionsmuster sein, das sich in neuronalen Netzwerken im Gefolge verschiedenster Störungsfaktoren ausbilden kann. Wäre das korrekt oder wäre das zu weit gesprungen? Nee, ich denke, das ist schon absolut berechtigt. Ich meine, Linas hat zum Beispiel das Konzept der thalamokortikalen Dysrhythmie, der thalamokortikalen Rhythmusstörung sozusagen, gebildet und das umfasst. Und sein Ziel als Physiologe war nicht primär eine Therapie dafür zu bringen, sondern das konzeptuell zu verstehen, also wie bestimmte physiologische oder pathophysiologische Mechanismen halt, je nachdem, welche Hirnareale betroffen werden, zu unterschiedlichen Symptomen führen. Und er war sicherlich auch ein Stück weit beeinflusst von den ersten Arbeiten zum Phantomschmerz, die, wenn ich mich recht entsinne, kam die erste 1992 raus. Phantomschmerz heißt halt, wir haben eine Amputation. Nachher schildert der Patient Schmerzen in der amputierten Hand. Und initial dachten halt dann auch schon, naja, da hat sich halt ein Neuronom oder sowas im Bereich der Amputationsstelle gebildet. Also lass uns noch mal ein bisschen weiter oben amputieren, noch mal weiter oben und so weiter. Und am Schluss war halt der Arm weg, aber der jetzt Amputationsschmerz blieb. 92 gab es dann, glaube ich, war das die erste Arbeit, die er mal gezeigt hat, dass man bei diesen Patienten mit Phantomschmerz halt übermäßig synchrone Aktivität, also wenn es jetzt im rechten Arm ist, im Bereich des linken sensomotorischen Kortex sieht. Und dann hat man halt auch gesehen, dass diese Interaktion zwischen mangelndem Input in den Thalamus, mangelnde Weiterleitung, mangelndem Input in den Kortex halt dazu führt, dass der Kortex wie in einem Eigenmodus in der Sprache der Physik anfängt zu schwingen.
niederfrequenter Aktivität. Und je nachdem, wo das nun als ist, in welchem Kortexgebiet sind die Symptome, also diese Plus-Symptome, diese überschießende Aktivität führt zu gewissen Symptomen, sind die halt sehr unterschiedlich. Und er hat damals schon bei den ersten Arbeiten, ich glaube, die erste Arbeit von ihm ist von 1999, hat er neben dem Parkinson auch natürlich chronischen Schmerz, aber auch Tinnitus, Depressionen und andere Erkrankungen aufgeführt. Das hat schon, denke ich, sehr weitreichende Anwendungen. Man würde am liebsten gerne alles gestern schon gemacht haben, aber es dauert halt auch. Klinische Studien, klinische Forschung ist viel, viel Arbeit. Aber ich denke, wir sind erst in den Anfängen von dem, was möglich sein wird. Und ich glaube, dass es eine riesen Zukunft hat. Ich habe Estielle, unserem Vorgespräch gesagt, dass als damals ich dich zum ersten Mal gehört habe, hat Günter Schiepeck dich vorgestellt mit den Worten, was Peter Tass euch gleich vorstellen wird, ist Wissenschaft in ihrer schönsten und einer wundervoll ästhetischen Form, weil sie gleichsam von einem theoretisch spannenden Konzept ausgeht, sich dann aber eben über Modelle, über Computersimulation und so weiter sich fortpflanzt, um sich dann an der Empirie am Ende dann zu messen und dann nach Wegen zu suchen, diese Empirie dann auch zu beeinflussen. Und mit diesen Worten würde ich gerne dieses Bild gleichsam abschließen und mich unendlich bedanken für deine Zeit und für diese Reise, auf die du uns mitgenommen hast, um genau diese Schönheit und Ästhetik der Wissenschaft an diesem Beispiel der Neuromodulation uns näher zu bringen. Ich danke dir vielmals, Peter, und wünsche dir von Herzen Erfolg, dass dieser so innovative und so auch mutige Weg, den du beschritten hast, weil was wir gerade ebenso jetzt in knapp 2 Stunden durchwandert haben, war ja ein Prozess von 20 und mehr Jahren und mit den Jahren davor, der Vorbereitung und des Wissenserwerbs für diese Konzeptionen. Und von daher vielen, vielen Dank und den größten Erfolg. Und vielleicht stehen wir hier ja an einer Schwelle, die uns Großes bringt und vor allem vielen, vielen, vielen Menschen Hilfe bringt, die an diesem und vielen anderen Störungen im neurologisch-psychiatrischen Bereich leiden. Ich danke dir vielmals. Es war mir eine Freude und eine Ehre. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.